diese Mädels behaupten alle, sie sind verliebt in Tobi. Ich bin hier für die Liebe. Ich bin hier für die Liebe. Aber nur eine der fünf Damen erzählt die Wahrheit. Der Rest ist hier für das Preisgeld. Heute mit Tobi Faas, ein Applaus. Hallo, hab grad schon Hallo gesagt. Wunderbar, zu dir auch. Hallo, zu dir auch. Und nun ist es Tobis Job, mit den Mädels Zeit zu verbringen und herauszufinden, wer hier für die große Liebe ist. Jede Runde wird ein Girl rausgewotet, bis er sich für die finale Frau entscheidet. Dabei stellt Tobi Fragen, geht auf Dates und seine besten Freunde werden ihm dabei helfen, wahre Liebe zu finden. Erkennst du schon was an den Blicken? Ja. Auch Geld. Nummer zwei auch Geld, ne? Woher kennt ihr Tobi? Wir kennen uns von Tinder tatsächlich. Oder war es Hinge? Beides. Ich nutze das nicht. Keine Ahnung. Eine Dating-App halt. Ja. Ja. Okay. Ja. Aber habt ihr schon geschrieben? Geschrieben. Ja. Aber auf lustig, jetzt nicht auf. Ja. Wir kennen es von Instagram. Aber auch ein bisschen geschrieben. Okay. Ja. Ey, nice Folge gewesen, Bro. Ich muss es auch los. Mein Uber kommt. Okay, Also, ich kenne Tobi jetzt, glaube ich, seit 3 Jahren. Nee, 4. Ich kenne euch seit 4 Jahren. Ja, schon länger. Oh, das könnte. Also, wir sind halt quasi Nachbarn. Kennen wir uns daher? Ja. Also, ich kenne Tobi von meinen Träumen. Ich habe ganz oft von ihm geträumt, so. Ja. Was soll ich sagen? Ist sie bezahlt? Also wie viel hast du gezahlt? Es, 5 Leute sind auf jeden Fall bezahlt. Also. Ja, also, ich habe dich mal im Flamingo gesehen. Ich bin da öfters und du, glaube ich, auch. Ich auch, ja. Was ist das Flamingo für alle, die das nicht kennen? Ein Club in Köln, ist der beste Club. Ja. Und du bist mir aufgefallen. Und ich wusste nie, wie du heißt, aber jetzt wie das Schicksal es wollte, stehe ich jetzt. Kommst du nicht aus Köln? Ich wohne seit 3 Monaten hier. Ah, okay. Ja, ja, also ich kenne Tobi von der Party durch Freunde. Ja. Was habt ihr auf der Party gequatscht oder gar nicht? Ja, wir haben halt Hallo gesagt. Also, okay. Also ihr habt nicht groß geredet? Doch, ein bisschen, also ja, ein bisschen es war so eine engere, es war so eine Hausparty. Hm, ich sehe schon die Dollarzeichen. Ja, ich auch. Ja, die sehe ich auch. Was würdest du machen oder ihr, wenn ich jetzt sage, ich lade dich jetzt auf den Urlaub ein? Wo ich hinreisen würde mit dir? Nee, was, einfach deine Reaktion. Meine Reaktion? Ja. Na. Ja. Bruder, hat mich wie erschrocken. Also ich würde sagen, dass ich auch was mitbezahle, weil ich nicht möchte, dass derjenige denkt, dass ich nur auf seine Kosten wegfliege. Ja. Also ich glaube, ich würde es halt einfach annehmen und mich halt sehr dafür bedanken. Wie würdest du dich bedanken? Danke sagen? Ich würde Danke sagen. Okay. Ne? Also. Ich arbeite in der Grundschule, ich darf nicht bekannt werden. Ach so, okay. So, Rosa. Ne? Was denn? Nee, sag ruhig. Hast du den Namen gemerkt oder kennst du sie? Nö, ich hab mir gemerkt. Ach so. Heute noch meine Story gesehen, ne? Was hast du? Du hast noch heute meine Story gesehen, habe ich gesehen. Also, ich würde mich sehr freuen. Ja, und... Ja, ich freue mich. Dankeschön. Ich freue mich auf den kostenlosen Urlaub. Ja, ja. Dankeschön. Ja, also ich würde mich auch sehr freuen, vor allem ich liebe Reisen. Und jetzt habe ich auch gerade Klausurenphase. Und wenn wir das danach machen würden, das fände ich sehr toll, dann können wir uns entspannen. Und ich würde gerne nach Bali. Weil dann können wir gute Party machen und auch entspannen. Ja, okay. Ja, ich würde mich natürlich auch freuen, weil das zeigt ja, dass du gerne Zeit mit mir verbringen willst. Ne? Ja. 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 Also. Und ich habe es gerade nur 5 anderen angeboten, aber. Ja, nee, das blende ich einfach mal aus. Ja. Okay. Aber ja, ich kann ja dann den nächsten Urlaub bezahlen. Das ist ein Angebot, ne? Das ist gut. Hast du schon eine Idee, wer die Dollarzeichen in den Augen hat? Ich habe eine sehr verdächtige Person. Das ist das Unangenehmste von dem ganzen Format, Frauen rauszuwerfen. Ding ist, also ich habe eine Person, das kommt mir ein bisschen suspekt vor. Weil Rosa kennt mich noch nicht ganz, aber sagt, sie hat mich in ihren Träumen gesehen. Warte, wolltest du mitbezahlen beim Urlaub? Ja, ich glaube, es muss Rosa sein. Okay, Rosa, vielen Dank, dass du da warst. Applaus. Ciao, Rosa. Okay, dann kommen wir in die nächste Runde, die Wingman-Runde. Tobi wird von seinen besten Freunden Nico und Sven unterstützt und sie werden für Tobi Fragen stellen und für Tobi auch ein Girl rausvoten, wo sie denken, dass sie für Geld hier ist. Also jetzt kommt sie in die Wingman-Runde. Das heißt, deine Freunde dürfen für dich eine Frage stellen und eine rausvoten. Ja, das wird unangenehm. Nico, Sven, Alter, der Applaus für euch. Ja. Der Applaus. Also ich darf nur eine Frage stellen. Hau nicht die Banger raus, Nico. Wenn ich die Banger raushaue. Nico, hau nicht die Banger raus. Hau die Banger raus. Die Banger. Hau nicht die Banger raus jetzt. Okay, dann muss ich so. Ja, dann gehe ich direkt rein, glaube ich. So. Was ist das lieblingsalkoholische Getränk von Tobi? Was denkt ihr? Ich werde keine Mimik zeigen. Ich sag, eine schöne Flasche Moe. Reicher Mann, okay. Okay.
Warte mal, du kennst ihn doch aus dem Flamingo. Also du müsstest doch wissen, was er trinkt, oder? Ich sag jetzt mal Gin Tonic. Also, ich weiß, dass wir Wein getrunken haben, aber ich glaube, du magst, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es dein Lieblingsgetränk ist. Ich sag nichts. Was sagst du? Ich sag nichts über meinen Anwalt. Also vom Wein wüsste ich. Okay. Jetzt entweder so Kölsch, Bier oder so. Wodka Lemon beim Feiern und wenn du draußen mit den Jungs bist, ein gutes Kölsch, ein gut kaltes, kühles Kölsch. Trinkt es immer warm erstmal? Dass Tobi kein Bier mag eigentlich. Doch. Also ich mag. Ja, super Wingman, wirklich. Nein. Würdest du lieber Bier oder Moe trinken? Okay. Bier oder Moe? Mit Moe. Was ist jetzt dein Lieblingsgetränk? Ich will es wissen. Es ist Moe. Ja, und Wodka-Soda. Und Wodka-Soda. Was wäre das Erste, was ihr mit Tobi machen würdet, wenn ihr mit ihm nach Hause hier nachgeht? Ja, fangen wir in der Mitte an. Nee, ich bin gerade richtig verwirrt. Ich weiß gar nicht, was ich antworten soll. Ja, du wohnst ja nebenan. Kannst du gleich wieder gehen? Ja, ist nice, kann man machen. Ich würde was Schönes kochen und ein paar Brettspiele spielen. Bei Tobi zu Hause? Ja, ich mag Mensch ärgere dich nicht oder Kniffel. Ja, also kochen kann ich nicht, aber ich würde mich vielleicht überreden lassen, eine Pizza Hawaii zu probieren. Ja, magst du nicht. Das wieder so eine Pizza Hawaii? Super. What the fuck? Okay. Ich würde mit dir vielleicht was zu essen bestellen und ich würde mir meine Schlittschuhe endlich mal geben lassen. Stimmt, ja. Da war noch was. Schuhe? Oh. Ja. Was? Ja, ich war betrunken. Nein, ich habe einfach Schlittschuhe versprochen. Ah. Ja, ich weiß, wie es dazu kam, weiß ich auch nicht. Also, ja. Ich würde erstmal auch eine Runde Exploding Kittens mit dir spielen. Was? Kennst du das? Nee. Das ist ein richtig cooles Kartenspiel. Das wirst du lieben, ich schwöre es dir. Macht du darfst nicht die Exploding Kitten ziehen, sonst explodierst du und bist weg. In echt jetzt, oder wie? Ja, also, ja, wir explodieren einfach. Tot. Ja. Okay. Ja. Exploding Kittens. Ist geil. Ich hab's nicht verstanden. Ja, ich erkläre es dir kurz, du ziehst eine Karte und explodierst. Okay. Also an sich. Gut, ihr dürft nämlich jetzt für Tobi eine rausworten, wo ihr denkt, es ist nicht für die Liebe hier. Es ist die Nummer 3. Raus. Wein war die Antwort. Danke, Kim. Nächste Runde. Bonusrunde. Bevor wir zu den ultra-cringen Dates kommen, haben die Girls die Möglichkeit auszuscheiden, aber bekommen dafür eine Entschädigung von 50 Euro. Nehmt ihr 50 Euro und ihr könnt für 50 Euro mit 50 Euro plus nach Hause gehen. Also ihr könnt jetzt einfach nehmen und halt gehen. Bist du für Geld hier? Oh, ich bin gespannt. Denkst du, es nimmt jemand? Oh mein Gott. Okay, gut. Ja. Wir haben hier natürlich noch eine Erhöhung. Rondo! Oh. Rondo! Also, würdet ihr für 100 Euro Tobi snitchen und nach Hause gehen? Nicht check. Ja. Runde 3, es ist Zeit für die Dates. Tobi wird mit den finalen Girls jetzt auf Dates gehen. Wir können ihn hier über dieses Mikrofon lustige Dinge einsagen, die er machen muss. Und danach entscheidet er sich für die Gewinnerin. Hallo. Stopp. Was? Oha, Gentleman, danke schön. Oh, sag Gentleman, nichts. Gentleman. Sag gar nichts. Nix reden. Sie muss reden. Na? Hi. Und jetzt sag mal so, Und wie geht's dir so? Nice. Mir geht's auch gut. Danke der Nachfrage. Ja, wie geht's dir? Das hab ich gerade. Ich bin immer ein bisschen nervös bei sowas, weißt du? Mhm. Ich konnte gerade einfach nicht reden. Ja, ich hatte gerade gefragt, aber mir geht's gut. Bist du der Golddigger? Nein. Siehst du das nicht in meinen Augen? Ich lüge nicht. Ich bin hier für die wahre Liebe. Jetzt gleich. Wirf das Glas auf den Boden. Du darfst. Du darfst ehrlich. Okay. Kann mir das Glas kaputt machen? Nein. Was sind deine Hobbys? Also ich gehe gern Skifahren, aber sonst habe ich jetzt keine Skifahren. Hobbys. Ja. Kannst du es auch? Ja, schon. Aber ich bin jetzt kein Profi. Ja, Profi bin ich auch nicht, aber ich kann es tatsächlich. Mhm. Ich bin einmal Ski gefahren, habe ich mir den Arm geprellt. Echt? Ja, ich bin nicht so gut im Skifahren, aber ich kann Snowboard fahren ein bisschen. Ja? Ich habe ja gerade das Glas hier runtergeworfen, ne? Ja, das arme Glas. Und was, wenn ich mich da jetzt verletzt hätte oder so?
Dann hätte ich sofort Notarzt gerufen. Und was, wenn ich dir sage, mein Bein blutet gerade extrem, aber du siehst es einfach nicht? Dann hätte ich nachgeschaut. Mhm. Und dann hätte ich dir was rumgebunden. Mhm. Ich will ja nicht, dass du verblutest. Mhm. Ja. Ja, aber du hast jetzt gerade nicht nachgeguckt. Okay, okay, okay. Gut. Gut. Ah. Ja. Mach den Egon, mach den Egon. Kann ich noch mal deine Hand kurz halten? Ja, ich habe schwitzige Hände. Doch. Scheiße, ne? Doch. Hallo, es ist so schlimm. Nee, ich finde es so gut. Ach so. Boah. Ich habe mich verliebt. Boah. Wir sehen uns. Viel Glück draußen. Danke. Ja. Aber hab nicht so viel Spaß mit den anderen, okay? Du bist die Einzige. Leute, das war das erste Date, aber wenn ihr dachtet, das ist schon zu viel gewesen, habt ihr das zweite noch nicht gesehen. Dankeschön. Bitte. Meinen Namen kennst du noch? Sarah warst du, ne? Ja. Ja. Ich bin Elena. Wisst ihr, was da drin ist? Oh, ich weiß nicht, den deutschen Begriff, bin ich dumm. Garlic. Garlic? Knoblauch. Ja. Was würdest du von dir beschreiben, ist deine beste Eigenschaft, die du hast? Meine beste Eigenschaft? Ja. Ich bin abenteuerlustig. Das ist eine gute Eigenschaft. Was ist deine Eigenschaft, deine liebste, beste? Meine beste Eigenschaft ist, Ja, danke. Danke. Dankeschön. Ich muss jetzt ein bisschen drauf machen, weil ja. Du bist zu süß, deswegen muss ich es salzen. Dankeschön. Leg ab, leg ab. Ja, Ja, danke. Bei mir, was hast du gesagt? sag mal, es ist ein bisschen heiß hier, oder? Willst du nicht Jacke ausziehen? Aber es ist schon ein bisschen heiß hier, ne? Ein bisschen. Findest du ein bisschen oder schon sehr? Gerade ist mir so normal heiß. Hier ist schon warm, glaube ich. Nee. Elena. Nee. Ich glaube schon, dass hier richtig warm ist. Nein. Ich glaube, du willst die Jacke ausziehen. Warum willst du denn, dass ich mich ausziehe? Weil es warm ist. Ich habe nämlich was für dich mitgebracht. Mhm. Keine Sorge, da kommen nicht noch 10 andere Frauen. Deswegen habe ich jetzt nicht 10 Rosen. Oh. Salz die Rose und dann soll sie reinbeißen. Halt mal kurz hier. Ah! Oh Gott. Hab ich dich erschrocken? Alter. Darf ich mich eigentlich wieder anziehen? Nein. Okay. Erst wenn ich fertig bin. Okay. So, und jetzt kannst du die essen. Die essen? Ja. Mit Salz? Ja. Weil ohne Salz wäre ja nicht gewürzt dann. Sag, bitte füttere mich. Kannst du mich füttern bitte mit dem Blatt? Ja. Das nehme jetzt ich einfach. Romantisch. Frag mal, wie euer erstes Date aussehen würde. Mal ein bisschen mehr Liebe, ein bisschen mehr Romantik. Oh nein. Ich würde mit dir beim ersten Date was Spaßiges machen. Wenn du ins Bereich sagst du es, ne? Ach so, ja, reicht. Ach so, ja, das sag ich so. Leg dich auf den Tisch und red weiter. Was? Soll ich jetzt hier so? Wenn du nicht die Golddiggerin bist, dann legst du dich jetzt zu mir. Oh, okay. Ich muss mich jetzt auf das Salz legen. Oh, elf. Riechst du einen Knoblauch eigentlich? Nee, aber ich bin auch froh, dass ich nicht rieche. Ich will auch gar nicht einatmen gerade. Sag mal, gib mir deine Hand. Gib mir mal deine Hand. Schau mir in die Augen. Schau mir in die Augen. Was siehst du? Was siehst du? Grüne Augen. Oh. Und Geld, ne? Grüne Augen wegen und Geld. Und Liebe natürlich. Ja, unsere Zukunft war es nicht, Elena. Sei direkt am Anfang ganz selbstverliebt, die ganze Zeit. Dankeschön. Aber zieh den Schuh jetzt nicht weg. Ja, ich bin schon echt ein Gentleman. Also das Ding ist, so einen wie mich findest du eh nicht nochmal ein Gentleman. Digga. Weil ich sehe gut aus, guter Humor, ne? Willst du ein bisschen Spielmittel haben? Ja, bitte. Also an sich bin ich schon ein krasser Typ. Sie hat einen verliebten Blick auch ein bisschen. Ja. Meinst du 10 von 10 oder schon eine 11 von 10? Eine 10, Sarah. Also Sarah, ne? Ich bin eine 20 von 10. Okay. Was anderes hätte ich ja nicht gedacht. Ey, zieh mal den Bogen. So, soll ich dich mal zum Lachen bringen? Ja. Sin City was a maybe. Was zum Geier? Boah. Oh, wie geht's dir? Mach einen Fortnite-Tanz. Ich komme ja vom Stein oder Meer. Und da wollten Stein wir eigentlich mehr, ne? Fortnite-Tänze. Hey, gell? Ne? Soll ich mitmachen? Ne? Nee, ja, mach mal mit. Ja, das ist nice. Oh, tanz mit. Ja. Ja. Guck mal, das Ding ist, ich muss ja immer noch den Golddigger finden, bevor wir jetzt hier zu viel Spaß haben. Ja. Ich muss ja ernst hier reden. Ernst. Und ich will jetzt auch gar nicht lachen. Okay. Golddigger, ja, nein. Schrei sie an. Wie viel Geld hast du? Wie viel Geld du hast? Hallo. Soll ich dir noch länger zum Antworten geben? Ich spare. Dann sitze ich um 22 Uhr nur hier. Ich arbeite noch dran. Ja. Ja. Und dann? Scheiße. Was heißt das? Und dann spare ich. Du arbeitest rein, indem du mich jetzt hier quasi datest oder was? Nee. Mit wem triff ich dich am Wochenende? Ich.
Und du? Achso, wir am Wochenende. Wir sehen uns am Wochenende. Achso. Deswegen bin ich ja jetzt hier. Ist jetzt einfach mal Nutella. Wie ist das am Steinhundermeer? Ist es so eher idyllisch oder ist das so kacke? Ist total idyllisch. Ist ein Rentnerparadies. Nochmal Finger mit Nutella und dann zu ihr. Aber man kann dort tolle Sachen machen. Möchtest du mich füttern damit? Ist gut. Ist wirklich gut. Was? Ist gut, ist lecker. Ist halt Nutella. Jetzt gleich ist vorbei, trag sie raus. Sag, du musst raus. Einmal aufstehen, du musst jetzt raus, leider. Gut. Ich trag dich raus. So nett bin ich noch. So, muss es leider gehen. Tut mir leid. Oh, mein AirPod. So. Okay, das ist geil, das ist geil. Wie fandet ihr die Dates bisher? Ich fand die bisher gut. Jetzt haben wir uns noch was überlegt. Jetzt kommen wir richtig spicy das Date. Ja, wenn die kommt. Es wird gekocht, ja? Ist sie schon da? Wo sind die? Hello. Okay. Gesagt, er muss sich verstecken. Nee, gut. Hi, freue mich. Hi. Wir haben uns heute hier verabredet, weil wir kochen jetzt. Geil. Nein, mach ich nicht. Ach, warum denn nicht? Wir kochen heute nicht. Du weißt ab jetzt alles besser. Du weißt alles besser. Du wirst dich am Gaslight. Weißt du, was 4 plus 4 ist? Nein. Das ist 8. Weißt du, woher ich das weiß? Weil ich es weiß. So. Weißt du, was das für eine Pflanze ist hier rechts? Voll. Weißt du, was das für eine Pflanze ist hier rechts? Nee. Keine Ahnung, vielleicht weiß das ja. Ich auch nicht. Was machen wir denn jetzt? Nee, ist eine Rose. Für mich wie bei einer Comedy-Show, weißt du? Ich habe halt nicht das Gefühl, dass wir gerade ein Date haben. Sag mir einfach mal einen Witz. Oh, ich kenne einen richtig guten. Das ist der einzige Flachwitz, den ich mir merken kann. 100 Euro, wenn ich jetzt lache. Wie heißt der Sohn von einem DJ? Wie nennt der Eric. DJ? Ja, nice. Gut, guter Witz gewesen. Ich finde dich cool. Das ist krass. Okay, du bist Wahrsager. Du musst die Hand mal ein bisschen nehmen und erzähl dir was über Ritz. Ich kann dir sagen, wie viel Promille du hast. Okay. Kann dir gut sagen. Heute bist du bei 2-3. Abends. Ich habe eine gute Idee, einen guten Riss, einen toten Riss. Sag, du siehst sie heute bei dir im Bett. Und ich habe das Gefühl, du schläfst heute nicht zu Hause. Das Bett ist... Das Bett kommt mir bekannt vor. Also, das ist unser erstes Date. Ja. Ja. Habe ich mir auch ein bisschen anders vorgestellt. Sag mal, dass ihr ein bisschen zu viel Abstand habt und ob ihr ein bisschen näher aneinander rücken könnt. Also, bevor du jetzt mit irgendwas redest, du hast viel zu viel Abstand. Wir müssen näher aneinander rücken. Ein bisschen näher aneinander. Noch näher, noch näher. Noch ein bisschen näher. Näher. Sag immer näher, immer. Hör nicht auf. Noch ein bisschen näher. Näher. Nee, jetzt hast du aber Make-up an deinem. Ein bisschen näher noch. Ja, ein bisschen näher noch. So, nee, so ist gut? Ja. Oh mein Gott, was passiert da? Sollen wir so bleiben, einfach? Wie war dein Tag sonst? Also ich frage jetzt mal nur auf. Ja, war gut. Ich bin ein bisschen aufgeregt, ja. Deswegen habe ich mich auch voll gesoffen, aber sonst. Okay. Ja, und deiner? Ich habe die Lüftung angemacht. Nee. Doch. Das ist ganz schlimm. Ja, ein bisschen schüchtern bin ich ja dann doch. Nice. Ja, okay, warte, wir machen ein Spiel. Du stellst dich einen kurzen Meter hier hin. Sag, ey, lass los. Scheiße, ist Hilfe. Ich brauche Hilfe. Bitte helfen Sie mir. Hilfe! Ich fühle mich. Ich habe gerade gesagt, wir spielen ein Spiel und jetzt stehst du so. Spielen wir Exploding Kittens? Nein, wir spielen das nicht. Du standst hier gerade bei mir dran. Du standst hier gerade hier. Okay. Renn aus dem Date raus. Das war's jetzt? renn zu uns. Das tut mir leid. Das war so ein Spiel. Ich wollte das nicht, du hast es gemacht. An Schuld ist die. Nein. Was kochen wir heute? Felix? Was kochen wir heute? Ich meine dich, hinter der Kamera. Ich bin nicht Felix. Oh, scheiße. Tobi, das ist die Rose der Liebe. Ja, das Ding ist, es ist ein Gamble. Eine der Damen hat diese Rose und du musst erraten, welche, denn die ist für die Liebe hier. Wenn du jemanden auswählst, der nicht die Rose hat, dann bekommen die das Preisgeld. Dann werde ich so gefickt. Du fragst so, bist du hier fürs Geld oder für die Liebe? Und dann sagt sie, Geld oder Liebe. Sagt ihr das genauso? Ich brauch's nicht gleich. Geld. Guck nicht so. Du
Rosa gibt's auch noch. Ja. Tobi, haben Sie sich entschieden? Ja. Bevor es weitergeht, 100 Euro an jeden Kurzclip, über 600.000 Aufrufe. Voll jedem, der einen Clip macht, also gibt's Gas und hier der Gewinner vom letzten Mal. Das Ding ist, es ist immer noch eine Challenge. Ich habe keine Ahnung, ich muss gamblen. Ich, ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Oh. Ich habe zwei. Sag uns die zwei, die was du denkst. Ich glaube, du bist es. Und du. Also eine von euch beiden. Eine von euch beiden. Bruder, gehört er zu euch? Tobi, ich lass dich jetzt alleine. Stop. Tobi? Was? Du entscheidest das. Bruder, ich werde eh gefickt. Du hast es geschafft. Du schaffst es. Du hast die Days durchlebt, du hast die Liebe gespürt. Nee. Ich bin raus. Ja, soll ich mich jetzt entscheiden? Ich weiß es nicht. Ist schwierig. Boah, ist das kacke. Bist du für die Liebe oder fürs Geld? Fürs Geld. Das ist nicht erraten, Tobi! Ja, nee, ist rot, natürlich nicht erraten. Also, du bekommst erstmal das Preisgeld. Elena, zeig, was hinter deiner Hand ist. Ich wusste es. Es ist so dumm. Du bist ja falsch entschieden. Ja. Komm her.